Ich werde es nicht geben. Artyom, schau mal. Wow, wo hast du das denn gefunden? Jemand hat ihre Fotos veröffentlicht. Zeig mir, gibt's davon noch andere? Ja, schau mal. Ach du meine Güte. Warum jedes Mal, wenn ich etwas Leckeres mit in die Schule bringe, heißt es immer, Schuschu, gib mir. Nein, gib mir. Ich werde es niemandem geben. Meine Mutter hat es für mich gekauft. Weißt du was, Schuschu? Immer wenn du zu mir nach Hause kommst, verwöhne ich dich mit etwas Leckerem. Gib mir wenigstens einen Strohhalm. Ja, Shishi, warum willst du nicht teilen? Wusstest du nicht, dass sie knauserig ist? Ja, von allen will sie was ab, aber nie was selbst abgeben. Okay, okay. Ich bin nicht gierig. Ich werde teilen. Also. Schuli, das ist für dich. Dima, das ist für dich. Kostja und Artyom. Nicht mehr fragen. Weißt du was, Schuschu? Ist es einfach selbst, okay? Ja, nimm das. Uiuiui, ihr wollt es nicht, wie ihr wollt. Schuschu wird mehr bekommen. Marussia, ist die halbe Banane noch für mich da? Oh, Entschuldigung, ich vergaß. Hier, wirf die Bananenschale weg. Wirf sie selbst weg. Ist es so schwer für dich, das zu tun? Marussia, in letzter Zeit lässt du dich zu sehr gehen. Hör auf, dich so zu benehmen. Mädels, schreit nicht. Wollt ihr, dass wir euch etwas zeigen? Was? Patrick, wirf die Bananenschale weg. Oh mein Gott, wir haben was gesehen, okay? Kommt mal her. Was ist das? Schaut mal. Oh mein Gott, ist es das, was ich denke, dass es ist? Nun gut, hier kommt die Zeit der Schande. Was denkst du? Sollen wir es Dima zeigen? Nee, besser nicht. Er wird sofort umkippen. Leute, worüber flüstert die 10G? Dima, es ist über dich. Habe ich das richtig gehört? Habt ihr über mich gesprochen? Dima, nein, es geht nicht um dich. Es geht um deine Ex. Oh Mann, ich hab doch gesagt, du sollst es ihm nicht sagen. Oh Mann, jetzt geht's los. 10G, meine Ex ist eigentlich nicht meine Ex. Sie hat sich nur noch nicht entschieden. Komm schon, zeig mir, was sie da versteckt. Na los. Ich bin auch neugierig. Ich auch. Und ich zeige es mir auch. Dima, das kannst du nicht sehen. Lialia, was? Lass Dima wissen, was Diana macht. Bist du verrückt? Wir können deswegen wirklich in Schwierigkeiten geraten. Ja, wir haben tatsächlich einen Hacker bezahlt, um in Dianas Telefon einzudringen. Du hast Dianas Telefon gehackt? Du hast ihr Telefon durchstöbert? Wir haben nicht nur gestöbert, wir haben auch etwas gefunden. Aber wir werden es dir nicht zeigen. Zeigt es besser nicht. Ja, denn Dima hat eine schwache mentale Stabilität. Wow, Leute, das ist ja furchtbar. Wir sind nicht wirklich Freunde mit Diana, aber das ist nicht cool. Interessant, was sich in Dianas Telefon befindet. Was denn noch? Fotos, auf denen sie mit dem Basketballspieler rummacht. 10G, ich hab die Nase voll von euch. Zeigt mir sofort, was ihr dort in eurem Telefon gefunden habt. Wir können sie nicht zeigen. Patrick, schick ihm ein Foto, damit er das auch sieht. Ach komm schon, Patrick, schick ihm ein Foto. Artyom, machst du das mit Absicht, damit ich Probleme bekomme oder was ist los? Patrick, du hast bereits Probleme, denn du hast bereits allen vom Hacker erzählt. Patrick, du bist so ein Narr. Patrick, ich zähle bis drei und dann gibst du mir das Foto. Eins, zwei. Schon gut, Dima, ich sende es. Warte kurz, okay? Dima, mein Rat von Junge zu Junge, schau's dir nicht an. Wow, ist das Diana? Wow, ich werde es mir nicht ansehen. Wow, da ist ein Bild. Dima, zeig es mir auch. Ich will es auch sehen. Also, Dima, ist Diana fantastisch? Diana ist großartig. Patrick, du bist tot, wenn Diana das herausfindet. Wie kommst du überhaupt drauf, dass es Diana ist? Diana trägt immer Kleider. Dima, bitte zeig es mir. Nein. Oh, seht euch das an. Die ganze Bande ist hier. Sieht aus, als wären sie nicht glücklich. Diana, schau, sie werden vor Glück schreien. Richtig, nachdem sie die Neuigkeiten erfahren haben. Dima, vergleich es nicht. Das ist Diana. Okay, Leute, jetzt aber alle hier. Psst. Also, Leute, wir und unsere Jungs, die Basketballer, schmeißen eine Party. Wir verstehen, dass ihr eifersüchtig und wütend seid und alles. Wie auch immer, wenn ihr wollt, könnt ihr auch zu dieser Party zu unseren Basketballspielern kommen. Und übrigens, Dima, du kannst auch kommen. Vielleicht findest du endlich eine andere Liebe für dich und kommst von mir los. Und du, Artyom, kommst. Ich habe eine Überraschung für dich in der zweiten Etage. Donnerwetter, was haben die Basketballspieler für Nerven? Dima, geh nicht zu ihrer Party. Sie planen irgendwas Schlimmes. Nein, Dima, du musst dorthin gehen. Wisst ihr was? Ich werde dorthin gehen. Und ich werde gehen und werde feiern. Ich werde auch gehen. Ich werde mit Laila tanzen. Sehr gut. Auf geht's, Basketballspieler. Und zieht euch festlich an, nicht wie Schulkinder. Ja, ciao. Ich werde kommen, aber Diana, sag mir, bist du das? Was? Dima, wo hast du dieses Foto her? Oh mein Gott, wirklich, wo hast du das her? Diana, ich verstehe das nicht. Hast du deine Fotos an ihn geschickt oder sowas? Diana, ich habe eine Frage. Was für ein Foto ist das und wem hast du es geschickt? Ja, Diana, an wen hast du so ein Bild geschickt? Warte, ich kann das erklären. Verstehst du nicht? Dieses Foto ist nur auf meinem Telefon. Ich habe es niemandem geschickt. Ich weiß nicht, wie du das zu Gesicht bekommen hast.
Jana, hast du auch diese Art von Fotos an diesen Schlumpf geschickt? Artyom, bist du wahnsinnig? Welche Fotos? Jana, ich verstehe nicht. Wovon redest du? Welche Fotos? Ja, Diana, ich werde dieses Foto dann an deine Mutter schicken. Sie soll dich fragen, wie du das geschickt hast. Hör auf, Dima. Lass uns nicht meine Mutter damit reinziehen. Ah, ohne deine Mutter? Dann sag mir die Wahrheit. Jana, zeig mir mal dein Handy. Vielleicht hast du auch ein geheimes Foto oder irgendwie sowas. Jana, ich verstehe das nicht. Du gehst mit mir aus und schickst dann Bilder an andere Jungs oder was? Nein, das ist nicht wahr. Das Foto ist gefotoshoppt. Dima tat es selbst. Ja, dann gehst du auch mit mir aus und schickst dann ein paar Fotos an jemand anderen oder wie läuft das? Hey, Brovastje, nein, ich schicke an niemanden etwas. Ich bin ein braves Mädchen. Was, Jana? Ich habe es nicht verstanden. Bist du jetzt gegen mich? Willst du diese Freundschaft wegen eines Fotos beenden? Ja, wir müssen erstmal alles klären. Ja, das möchten wir nämlich nicht. Wir werden nicht mit Mädchen ausgehen, die solche Fotos an wen auch immer schicken. Smiley, bist du wahnsinnig? Glaubst du mir nicht? Ja, lasst uns das alles klären. Und Artyom und Dima, wir werden auch mit euch sprechen. Ich sehe, was hier vor sich geht. Und ja, Dima, wir werden jetzt herausfinden, wie sehr du mich liebst. Verflixt, wovon redest du? Patrick, du bist in Schwierigkeiten. Nun, die Wahrheit wird gefunden werden. Oh Gott, sagt es niemandem, okay? Ich weiß nicht, ob das klappt. Das war's. Jetzt werdet ihr alle sehen, dass ich dieses Foto an niemanden geschickt habe. Diana, lüg nicht. Ich vertraue dir nicht mehr. Nun, du wirst sehen. Diana, ich kann dir auch nicht mehr vertrauen. Weißt du was, Dima? Halt den Mund, du junger Fotobearbeiter. Du ziehst zuerst. Zieh ihn, Dima. Na gut. Ist Smiley nur mit Diana zusammen, um beliebter zu werden? Nein. Was ist? Warum hast du gelacht, Smiley? Smiley, lügst du uns an? Wahrheit! Ich bin mit Diana nicht wegen der Beliebtheit zusammen. Hier habt ihr es. In Ordnung, will du eine. Smiley, warum hast du dich von Knopa getrennt? Richtig, nebenbei bemerkt. Ich war immer neugierig, warum ihr euch getrennt habt. Weil ich dich liebe. Hast du Knopa nicht geliebt? Doch, aber sie hat mich betrogen. Jetzt zieh ich eine. Marussia, in wen bist du verliebt? Mischa? Komm schon, Marussia, antworte. Julie, hast du die Fragen geschrieben? Ich nicht, Marussia. Marussia, in wen bist du verliebt? Sag mal. Marussia, in wen bist du verliebt? Nein. Marussia, komm schon, in wen bist du verliebt? Na komm schon. Nein. Okay, aber in wen bist du komm, verliebt? Sag schon, in wen bist du verliebt? Komm, sag schon. In Julie. Aber in welchen Jungen? Mit einem Jungen. Mit einem Jungen? Welcher Junge? Die Frage war nicht genau. Marussia, wer eine Frage? Jana, magst du Brovastje wirklich? Natürlich lieben wir unsere Basketballspieler. Richtig, Diana? Ja, natürlich. Komm schon, Jana, wähle eine. Warum liebt sie ihn eigentlich? Ich schätze wegen seiner Augenbrauen. Ich gehe und male mir meine Augenbrauen auf. Ich bin dran. Lialia, wirst du mit Patrick auf der Party rummachen? Nein, wie kann ich ihn küssen, wenn ich ihn nicht einmal liebe? Wahrheit! Nein, ich werde nie... Wovon redet ihr überhaupt? Oh Mann. Lialia, was machst du da? Patrick ist verärgert. Ja, warum verärgerst du Patrick? Wahrheit! Lialia, schrecklich. Du bist herzlos. Diana, wann wirst du mit dem Basketballspieler Schluss machen? Von Dima. Hey! Dima, was ist das für eine Frage? Ich werde nie mit meinem Basketballspieler Schluss machen. Kapierst du das? Wahrheit! Ruhig! Dima, weißt du was? Die Tatsache, dass du mich noch liebst, ist kein Problem für mich. Ich habe bereits jemand anderen. Kapiert, Dima? Mhm. In Ordnung, Diana. Wähle eine Frage. Jana, wie viele Freunde hattest du bisher? Wahrheit! Brovastje, mein erster und letzter. Wahrheit! Leise, wie ist das gemeint, mein erster und letzter? Was ist mit Artyom?
Wahrheit, 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 Wahrheit. Artyom war der Erste, aber er wird der Letzte sein. Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Okay, Ruhe, Leute. Jana, nimm den Zettel, okay? Marussia, liebst du Dima immer noch? Wen? Wahrheit, 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 Wahrheit. Nein, ich habe ihn nicht geliebt. Wahrheit, 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 Wahrheit. Die Liebe ist weg. Marussia, sag uns, liebst du Mischa? Nein. Wahrheit, 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 Wahrheit. Julie, vertraust du allen deinen Freunden? Ja. Wahrheit, 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 meine Güte, Freunde sagten, dass ich euch allen vertrauen kann. Ich sage euch alles. Ich erzähle euch alles. Ich verheimliche nichts. Was mit der Wahrheit? Ich verstecke nichts. Ich verstecke wirklich nichts. Doch, die Wahrheit vor uns. Provastje, mit wem willst du auf der Party abhängen? Mit Jana. Wahrheit, 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 Wahrheit. Stopp! Ich will auf jeden Fall mit Jana abhängen, nicht mal mit Vika. Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Wer ist diese Vika, Provastje? Vika und Knopper sind jetzt Vergangenheit. Wir lieben jetzt unsere Mädchen. Ja. Komm schon, stell eine Frage. Artyom von der 10G, willst du die Jana zurückholen? Ja, will ich sogar sehr. Wahrheit, 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 Wahrheit. Ja, das stimmt. Das würde ich wirklich sehr gerne. Artyom? Artyom, du bist dran. Smiley, was denkst du über mich? Es ist von Shusha. Du bist auf unserer Schule, oder? Also ich denke, du bist ganz nett oder so. Wahrheit, 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 Wahrheit. Ich weiß es nicht, ich hatte nicht wirklich viel Kontakt mit dir. Patrick, ich habe ein Foto gesehen, auf dem du und Gigi euch küsst. Nein, das ist eine Lüge! Wahrheit, 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 Wahrheit. Das ist Photoshop. Ist es Photoshop? Ist es Photoshop? Ja, Leute, das ist alles gelogen. In Ordnung, Patrick, nimm. Ein Moment mal. Smiley, warum habt ihr euch hinter der Schule geküsst? Wird dort mit wem geschrieben? Ja. Wann war das? Weißt du, was hier geschrieben steht? Mit Julia. Was, Julia? Wahrheit, 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 Wahrheit. Das hat bestimmt Dima geschrieben. Er hasst mich, also hat er diesen Unsinn geschrieben. Bestimmt. Ganz sicher nicht. Wahrheit, 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 Wahrheit. Ja, okay, aber es war wirklich ziemlich lange her. Warum habe ich eigentlich so viele Fragen? Diana, was wird auf der Party interessant sein? Wahrheit, 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 Wahrheit. Was hat das mit mir zu tun? Warum ist diese Frage an mich gerichtet? Du hast uns eingeladen, also fragen wir dich. Stopp! Haltet die Klappe. Also fangen wir an mit
Was hast du gesagt? Ich weiß es nicht. Egal, es ist nicht meine Party. Wie soll ich wissen, was dort sein wird? Eigentlich, wenn ihr mir die Laune verderbt, kommt ihr nirgendwo hin. Kapiert? Komm schon, Diana, nimm es. Kostja, wer ist Julia? Ist das die, die mit Kirill? Kostja und Julia. Ist das die, die mit Kirill? Oh mein Gott. Ist das diejenige, die mit Kirill hinter der Schule geknutscht hat? Wer ist Kirill? So, Jana. Liebst du Brovastje wirklich? So eine Frage gab es schon, aber natürlich, ich liebe Brovastje. Julie, mit wem hast du gestern auf dem Roller geknutscht? Wow! Was hast du gesagt? Wahrheit! Es war mein Bruder. Ich habe einen Bruder. Ach so, das war dein Bruder. Los, zieh ein neues Zettelchen, los. Ja. Diana, wirst du bei mir sein? PS, dein Dima. Wirklich? Lies nochmal vor. Diana, wirst du bei mir sein? PS, dein Dima. Nein, Dima, unsere Wege gehen schon vor einem Monat in verschiedene Richtungen und sie werden niemals zusammengehen. Es tut mir leid. Wahrheit. Was? Ich sagte die Wahrheit. Das sind nicht meine Probleme. Marussia von der 10G. Gehst du mit dem Basketballspieler auf die Party? Das werde ich. Du wirst? Das werde ich. Mit wem wirst du gehen? Mit Michelle? Mit Gruscha. Gruscha, gehst du auf die Party? Natürlich gehe ich. Los, die neue Frage. Psst, neue Frage. Diana, was hast du auf der Party vor? Wer, ich? Vielleicht Jana? Nein, Diana. Diana, ja? Was habe ich vorzutun? Ich habe vor, Musik zu hören und Spaß zu haben. Mit Smiley. Komm schon, Diana, nimm es. Jalja, liebst du Patrick? Nein, tue ich nicht. Wahrheit! Jalja, warum tust du das? Ich habe ihn nie geliebt und ich werde ihn nicht lieben. Warum hast du einen Valentinsgruß von Patrick angenommen? Hast du diesen Valentinsgruß denn wirklich gesehen? Und was? Das ist ein handgemachtes Valentinsgeschenk. Jalja, nimm es. Leise. Jalja, warum ignorierst du Patrick? So ist das Leben eben. Es passiert so. Wahrheit. Welche Wahrheit? Wirklich, das ist alles. Artyom, wen magst du? Artyom aus der 9A. Wahrheit. Es gibt Gerüchte, dass du eine Sascha liebst. Aber nein! Das ist mein Kumpel, Sascha. Ihr könnt euch auch mit ihm anfreunden. Nein, nur ein Kumpel. Wirklich nur ein Kumpel. Jetzt will noch eine gute Frage aus, Artyom. Diana, wem hast du diese Fotos geschickt von Smiley?
Ich habe niemanden etwas geschickt. In Ordnung, Leute, ich will es euch allen sagen. Ich habe niemanden etwas geschickt. Und dieses Foto, ich weiß nicht, was das auf Dimas Telefon macht. Dima, übrigens, was macht es auf deinem Telefon? Woher hast du das? Wahrscheinlich, weil du es rumgeschickt hast. Aber es war nur auf meinem Telefon. Aber das Foto konnte nicht einfach aus deinem Telefon entfernt werden. Nein, Diana, vielleicht wurdest du gehackt. Los, Diana, will schon. Los, komm schon. Artyom von der 10G, kommst du zur Party wegen Jana oder wegen anderer Mädchen? Wegen der anderen Mädchen. Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Jana ist für mich erledigt. Sie hat Privatsphäre, unsere Wege sind getrennt. Und das bleibt auch so. Wähle. Smiley, wirst du andere Jungs auf der Party haben? Ja, will's auf jeden Fall geben, meine Freunde vom Basketball. Und was ist mit Jura? Wird Jura dabei sein? Sag mal, wird Jura dabei sein? Jura wird eingeflogen. Oh. Chapa, Roma und Jura sind die Hauptakteure. Hollywood oder was? Ja, offensichtlich. Spielt dein Bruder auch Basketball? Ja, das tut aber er. Aber nur in Hollywood oder was? In Ordnung, Leute. Die Fragen sind vorbei. Na gut, habt ihr es verstanden, dass ich mein Foto an niemanden geschickt habe? Und ich schätze, ich wurde gehackt. Gut, das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass ich gute Passwörter erstellen muss. Damit niemand mich wieder hacken kann. Nicht nur du, Diana, sondern auch alle anderen. Ja, erstellt schwierige und zuverlässige Passwörter. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert und erstellt gute Passwörter, damit ihr nicht gehackt werdet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Erstellt gute Passwörter, damit ihr nicht gehackt werdet. Und Diana, ich werde dir die Wahrheit sagen. Es ist Patrick, der dich gehackt hat. Aber ich werde es echt nicht wieder tun. Patrick, du hast das gemacht? Das war's. Ich bin weg. Prallins are sober. My run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Cause I got prallins on prallins on prallins on prallins on prallins on prallins. I solve them. I run through the money.